Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten ja als letzte durchgenommen, welche Spiele ich 2018 gefeiert habe, welche ich geil fand und welche halt weniger. Und ich habe euch ja versprochen, ich mache noch eine Liste, auf was ich mich 2019 freue. Ich muss dafür mal das umschwenken. Ich habe mir gedacht, weil das sieht doof aus, wenn ich euch immer nur erzähle, und jetzt habe ich gedacht, wir machen einfach in Google das Spiel rein und gucken uns ein paar Bilder an, ich erzähle ein bisschen was dazu und warum ich mich darauf freue oder was weiß ich. Ich bin halt so ein bisschen, mit Namen habe ich es immer nicht so, ich kann dann immer nichts zuordnen, ich muss dann ein Cover sehen und das mit Namensgedächtnis ist halt nicht meins. Und da wir ja am Anfang von 2019 sind, haben wir natürlich ordentlich was vor. Ich kann euch das ja mal zeigen. Das ist meine Liste, die ich gemacht habe. Die werdet ihr auch unten in der Videobeschreibung finden. Den größten Teil der Spiele habe ich bei Amazon schon weggepackt. Und hier seht ihr ja, also hier oben sind dann, darauf freue ich mich. Dann kommt, wo haben wir denn? Hier fehlt was. Ach nee, da unten. Darauf bin ich gespannt. Also das sind die, wo ich sage, mal gucken. Mal gucken, was damit wird. Und dann habe ich hier unten noch, hier unentschlossen. Da weiß ich, mit den Spielen weiß ich nicht, bin ich jetzt dafür, bin ich jetzt dagegen. Da muss ich erstmal ein paar News abwarten, was da kommt. Aber ihr seht, das ist ein ganzer Arsch voll. Und ich habe auch, muss ich jetzt nochmal Amazon nebenbei öffnen, weil das habe ich schon vorbereitet für euch. So. Den Link werde ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung packen. So, und da seht ihr jetzt praktisch hier die Liste, die nennt sich Games 2019. Die sind auch alle noch nicht da. Achso, ich bin jetzt mit der Maus am falschen Bildschirm. So, hier sind dann alle die ich soweit reinpacken konnte. Einige gibt es bei Amazon noch nicht, deswegen sind es hier halt ein paar weniger. Aber die werde ich dann auch aktuell halten. Immer wenn was Neues kommt, findet ihr das in dieser Liste. Den Link packe ich euch dazu in die Videobeschreibung. Das ist halt besser, als wenn ich zu jedem Spiel einen Link raussuche. Da packe ich euch den Link rein. Und da könnt ihr dann für die... Ist das Schwachsinn, wenn ich zu jedem Spiel einen Amazon-Link reinklatsche. So habt ihr einen Link. Und dann könnt ihr euch die Spiele aussuchen, falls ihr davon welche bei Amazon bestellen wollt. So. Aber dann werden wir mal anfangen. Die sind auch jetzt nicht chronologisch geordnet. Ich bin einfach so erstmal meine Liste, die ich im Kopf hatte, durchgegangen, wo ich teilweise nicht mal wusste, welches Spiel was ist. Also Resident Evil 2 Remake. Also ich denke mal, davon, das wird jeder wissen, was wir damit meinen. So, darauf freue ich mich extrem. Weil ich habe Resident Evil 2 geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe es so durchgesuchtet. Ich hatte Hank. Ich hatte Tofu. Ich hatte die drei Waffen mit unendlich Munition. Die muss man auch kriegen, damit man halt in einer bestimmten Zeit durchschafft. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass sie die Macht haben. Ich denke mal, das wird dann wieder ein DLC werden, damit sie nochmal ein bisschen Kohle machen können. Aber ich hoffe, dass es vielleicht, es ist ja schwerer, manche Rätsel einfacher gemacht, ein paar neue Rätsel dazugekommen, aber größtenteils orientiert sich das an Resident Evil 2 und mit den Rätseln. Und halt, dass man halt nicht viel schießen soll. Man muss Munition sparen. Das war auch bei 2 schon, damals bei der PS2 schon so, dass man halt nicht immer, es war halt eher suboptimal, wenn man jeden Zombie töten wollte. Und dann später hat man dann halt, hat man immer so eine Truhe gehabt, wo dann man alle drin packen konnte. Das Inventar ist wieder sehr knapp gehalten. Ich habe gedacht, dass man da vielleicht ein bisschen erweitert. Nein, leider nicht. Und dann war in der Kiste sind dann drei Erste-Hilfe-Sprays drin. Wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, sind drei Erste-Hilfe-Sprays drin. Wenn ihr das in einem bestimmten Zeitraum schafft, damals wart ihr auf zwei Disc für ihn und für sie. Wenn ihr das in einem bestimmten Zeitraum schafft, geht ein Spray weg und ihr bekommt, oh, was war zuerst? Das Maschinengewehr. Das war so ein kleines Maschinengewehr, wo du mit unendlich Munition, wo du draufhalten konntest. Also brauchtest du dir um Munition schon mal keine Sorgen machen. Konntest, jeden Zombie war halt nicht so schlagkräftig wie die späteren Waffen, die kommen, aber du hast jeden Zombie kalt gekriegt. Dadurch bist du schneller durchgekommen. Konntest deine Zeit nochmal verbessern.
Dann ist der zweite Spray weggegangen und du hast eine Gatling-Gun gekriegt. Also so richtig, wie er kennt, so eine große hat er da gehabt und dann ging es... Hat ordentlich Durchschlagungskraft gehabt. Habt auch die Endbosse ziemlich schnell platt gekriegt. War richtig geil. Dadurch habt ihr noch schneller durchgeschafft. Und dann war der dritte Spray, ging dann weg und habt da dann eine Panzerfaust gekriegt mit unendlich Munition. Das Geile daran war, ihr brauchtet nur visieren und der hat sich automatisch zu dem Zombie hingedreht. Und dann konntet da alle Zombies wegrotzen. Natürlich unendlich Munition, konntet da die Endbosse auch dementsprechend schnell platt kriegen. Seid dann nochmal schneller durchgekommen. Dann habt ihr Hank gekriegt. So, aber das soll erstmal gut sein. Hank ist halt die von Resident Evil 1 und 2 am Anfang, die Typen mit der Gasmaske. Von Umbrella. Ja, das sind, der heißt Hank. Und dann später, wenn du noch weiter verbessert hast, hast du Tofu gekriegt, also einen weißen Klotz. Und wenn du ganz am Anfang durchgerannt bist zum Polizeirevier, rinn ins Polizeirevier, kein Zombie gekillt, nichts aufgenommen, rinn ins Polizeirevier, wieder raus. Dann konntest du killen, bist du unter die Treppe gegangen, weil die ging so hoch. Und hier ist die Tür vom Polizeirevier, bist du raus und bist du unter die Treppe gegangen. Da kam dir ein brennender Zombie entgegen. Der war sonst auch da. Aber wenn du einmal durch bist, da hat er glaube ich nicht gebrannt, war nur ein normaler Zombie. Aber wenn du einmal durch bist, ohne was aufzunehmen, rinn ins Polizeirevier, gleich wieder raus, runter, hat er gebrannt, abknallen. Dann konntest du den durchsuchen, dann hast du einen Schlüssel gekriegt. Und mit dem bist du im Polizeirevier ins Fotolabor gekommen. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen viel. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Und das hoffe ich. Dass wir so eine Gimmicks wieder mit eingebaut haben. Und im Fotolabor konntest du dann praktisch verschiedene Klamotten aussuchen. Mit diesem Schlüssel bist du in den Schrank gekommen. Gab es auch für sie, gab es auch eine Waffe, für ihn glaube ich auch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Revolver. Und dann konntest du dann halt, für ihn hatte ich an so ein blaues Top, also so ein Achselshirt, schwarze Fallschirmspringerhosen, Stiefel und ein Cap. Und bei ihr, die hatte, was hatte die auf Hose? Ich glaube, die hat eine Jeanshose angehabt bei mir und so eine Lederjacke, so im Western-Style mit hinten irgendeinem Aufdruck. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, das ist schon Ewigkeiten her. Wie gesagt, PS2-Zeiten. So. Da brauche ich, denke ich mal, nichts weiter zu erzählen und da brauche ich auch nicht sagen, warum ich da heiß bin auf das Spiel, denke ich mal. So. Hier ein Tropico 6 haben wir denn noch. Ich habe ja Tropico 5 schon gespielt. Und Tropico 6 soll jetzt noch mal ein bisschen besser sein. Da hat man jetzt mehrere Inseln. Man hat nicht nur die eine Insel, man hat um die Insel noch andere Inseln und kann die mit Brücken verbinden. Hier, wie seht ihr das zum Beispiel hier auf dem Bild? Ich mache auch extra hier keine Videos drin oder so. Nicht, dass ich wieder Content-ID von irgendjemandem kriege oder so. Ich habe keinen Bock, dass der Hauptkanal noch mal länger gesperrt wird mit Livestreams. Hier seht ihr das, dass wir dann halt hier verschiedene Inseln haben. Und dann können wir halt hier Brücken bauen und dann die einzelnen Inseln miteinander verbinden. Das ist neu. Das habe ich jetzt nur durch Zufall erfahren, weil ich wollte mich da jetzt nicht so spoilern lassen, was da jetzt so Neues noch dazugekommen ist. El Presidente hat auch wieder die geilen Sprüche und alle drauf. Ist ein schönes Bauspiel. Ja, und ich finde es schade, dass sowas zu selten auf der PlayStation ist. So. Overkill Walking Dead. Das ist ja, also wer mich kennt, ich bin Walking Dead Fan. Ich habe den Trailer bei der E3, haben wir ja zusammen geguckt, schon gefeiert. Also das ist doch kein Wunder, dass ich dieses Spiel unbedingt haben will. Und das wird geil. Das wird so geil. Das sieht aber, ist das Walking Dead? Das sieht eher aus wie... Ja, doch ist es. Weil das eher jetzt, das eine eben eher aussah wie Dying Light. Haben wir dann auf schönere Bilder? Ja, das ist ja der neue Charakter. Da haben wir ja das Video gesehen, wo er denn jeden klopft und dann kommen die ganzen Zombies an. Oh, das wird, denke ich mal, richtig geil werden. Da bin ich mal gespannt. Also die Trailers sahen richtig geil aus. Das ist eins, worauf ich mich megamäßig freue. Dann kommt jetzt noch eins, da werdet ihr, denke ich mal, sagen, oh, aber ich freue mich drauf. Und zwar Jumping Force. So, hier mit Season Pass, da kannst du dann mit
Das ist eigentlich so, wie soll ich es euch erklären, wie von Warner Brothers und DC Injustice, bloß mit von Bandai Namco mit den ganzen Anime-Leuten, die man so von ja, ihr seht da ja, Naruto, One Piece, Son Goku, also alle die sind damit drinne und dann können die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Das wird so episch. Haben wir da auch schon ein paar Bilder drinne, wie sie sich auf die Fresse hauen irgendwie? Hier haben wir nur das. Da habe ich ja schon ewig drauf gewartet. Da gab es schon mal so ein ähnliches Spiel, aber das kam nicht nach Deutschland. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Hier. Das wird richtig cool, denke ich mal. Das wird, denke ich mal, richtig cool werden. Aber für viele ist das halt nichts. Aber ich habe ja schon Injustice gefeiert und wenn man jetzt hier mit seinen Lieblingshelden nicht irgendwie durch irgendwelche sturen Missionen machen muss, wo Naruto gab schon so oft das Spiel und so, einfach nur stur auf die Fresse hauen, ist doch geil. Ah, hier sehen wir schon ein bisschen Charakterauswahl. Ah, hier, von One Piece. Oh, das wird so fett. Also das ist eins, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt alles in einem Video mache oder ob ich dann nachher, wenn ich gucke hier, wie lange wir jetzt hier schon dabei sind, ob ich dann vielleicht doch noch ein anderes Video mache. Hier, Dark Pictures, man, das ist auch, glaube ich, von Namco Bandai. Ja, ist auch von Namco Bandai. Das habe ich so eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das habe ich erst bei den Recherchen jetzt für das Video gefunden und da... Das sieht sehr düster aus. Hat mich so ein bisschen erinnert an Until Dawn. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das wird doch bestimmt geil. Und das hat mich denn, nachdem ich hier so ein bisschen weiter rumgeguckt hatte, immer mehr angefixt gehabt. Und habe gedacht, Mensch, das willst du auch. Das musst du zocken. Das wird bestimmt auch richtig geil. Also noch ist jetzt nicht, ist jetzt nur hier so ein, das ist noch nicht das fertige Cover, logischerweise. Noch ist da nichts zu vorhanden. Ich weiß auch noch nicht, wann es rauskommen soll. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Können wir das vielleicht irgendwo sehen? Ach, bei Amazon können wir das doch sehen, glaube ich. Bei Amazon habe ich es auch gefunden. Wenn Amazon da auf dem aktuellen Stand ist, ob das überhaupt stimmt. Ja, 31. Dezember, also da, da haben wir noch ordentlich Zeit. So. Ah ja, Anthem ist von BioWare, die auch... Sieht man das hier irgendwo? Haben wir irgendwo ein Cover? Damit wollen sie halt ja, Destiny den Rang ablotsen. Schade, wir haben hier kein Cover. Aber soweit ich weiß, ist das von BioWare. Ja, hier steht sie offiziell, EA-Webseite. Ja, das ist von BioWare und ein Dragon Age kommt auch neu dieses Jahr. Und das hat mir jetzt so gefallen mit den Rüstungen und hier dann auch noch eine große Rüstung. Also wenn das jetzt so eine Mischung aus Dragon Age, also aus Mass Effect, Dragon Age, Titanfalls wegen den großen Maschinen und Destiny ist, ey, das wird der Knaller. Das wird bestimmt der Knaller. Aber EA und mischt sich immer bei den meisten Entwicklern immer so viel ein und dann Spiele, die gut laufen, die werden dann echt kacke. Ich weiß es noch nicht, aber... Es sieht einfach fett aus. Ich muss das haben. Ich muss mir das holen. Ich muss das spielen. Und es soll wohl auch online sein. So, hier haben wir dann nochmal dieses Anthem. Also da bin ich sehr heiß drauf. Alleine die ersten Trailer und so, die haben mich so angefixt. So, Devil May Cry, da kommt auch ein Neues. Das soll wohl wieder neu aufgelebt werden. Aber ich zeige euch erstmal das erste Bild. Haben wir das nicht noch größer? Hier. Und ich fand die anderen Devil May Cry Spiele schon cool. Da denke ich mal,
dass uns Capcom hier irgendwas Schönes abliefern wird. Wenn man so die Bilder schon sieht und das dann in 4K und HDR. Ah, da wird's auch. Okay. Also ich denke mal, das wird wieder so ein richtig schönes Devil May Cry. Metro. Das hat mich angefixt. Auch bei der Recherche dafür habe ich so ein paar Bilder gesehen, ein paar Videos mir angeguckt. Das ist jetzt nicht mehr nur unterirdisch, das ist jetzt auch überirdisch. Auch ein bisschen linear, aber trotzdem. Und das hat mich auch so ein bisschen angefixt. Da habe ich gedacht, Mensch, ich bin ja eigentlich nicht der Shooter-Freund, muss ich auch sagen. Aber es gibt einige Shooter, die ich alleine auch, also das ist ja jetzt kein Koop, das ist ja dann durchspielen, die ich auch alleine spiele. Und einige Shooter, die ich halt nur online spiele, mit euch zusammen oder mit ein paar Freunden zusammen. Aber sonst spiele ich eigentlich überhaupt nicht so gern Shooter. Aber einige Shooter haben was mich in den Bann zieht. Auch wenn ich da immer verliere oder nicht gut bin, es macht mir einfach Spaß. Dann haben wir natürlich hier noch neue One Piece. Das hat mir auch sehr gefallen, weil da hatte ich, wo haben wir das, hattet mal, hier. Nee, wo waren die Bilder? Hier haben wir sie alle drauf. Aber da waren noch mehr Bilder. Auch auf dem Schiff. Oh, hier von der CP9. Hier sieht man dann halt die Landschaft, dass man wieder auf einer Insel ist. Aber auch hier. Auf dem Schiff. Das ist aber nicht unser Schiff. Weil unser Schiff sieht schöner aus. Also die Thousand Sunny. Aber ich hatte auch irgendwo hier Bilder gesehen, wo er auf der Thousand Sunny war. Also das scheint wohl die Welt zu sein, in der wir uns bewegen. Und wir können aber auch auf die Thousand Sunny. Wo haben wir denn? Ich hatte irgendwo Bilder gesehen, da war er auch auf der Thousand Sunny. So. Und ich hoffe, dass es jetzt mal nicht nur einfach ein Prügelspiel wird. Geh dahin, prügel dich durch und mach den tot und mach den kaputt und so. So storymäßig ist schon cool. Hatten sie ja schon mal gemacht. Aber auch, ihr habt so geile Spiele von One Piece, die jetzt mit nicht direkt die Story nachgespielt haben, aber trotzdem geil waren. Zum Beispiel die Wii-Spiele, die zwei Teile. Die waren geil. Die habe ich wirklich geliebt und gerne gespielt, muss ich echt sagen. Dann bist du halt mit der Thousand Sunny irgendwo hingefahren und dann hast du da dich durchs Level gekämpft, konntest Sachen finden. Eher ein Jump'n'Run eigentlich, mit Prügeln und so. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und die Story war wirklich gut gemacht bei den Wii-Spielen. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt auch wieder so was wird. Aber mal abwarten, was uns da noch geboten wird. Ein Video habe ich mir dazu jetzt noch nicht angeguckt. So, Days Gone, da brauche ich ja auch, denke ich mal, nicht mehr so viel erzählen. Das hatten wir uns ja schon bei der E3 angeguckt. Hier mit den ganzen Zombie-Horden. Das fand ich bei der E3 schon geil. Das haben sie ja ein paar Mal verschoben. Das sollte ja eigentlich schon voriges Jahr kommen. Aber irgendwie ist wohl der Wurm drin und mussten noch ein bisschen Zeit drin investieren. Ich denke mal, bei den Zombie-Horden, die da sind, ist für die PlayStation ein bisschen viel zu tun. Und deswegen müssen sie da noch irgendwas machen, dass die PlayStation da mit der Power hinterherkommt. Oder irgendwas, ich weiß es nicht. Weil so, die Bilder sehen schon echt cool aus. Und das soll ja jetzt auch 2019 dann kommen. Wir können ja mal gucken, was Amazon dazu sagt. Achso, brauche ich ja gar nicht aufrufen, habe ich doch hier. Days Gone. Das soll April 2019 kommen. Da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. So. Einfügen. So, PC. Das gibt's schon für den PC. Also das könnt ihr bei Steam könnt ihr das schon holen. So, gucken wir uns das mal hier an. Hier findet ihr, seht ihr auch Entwickler, Rollenspiele und so alle drum und dran. Also bei Steam gibt es das schon. Soweit ich das jetzt da.
kostenlos spielen, Trailer. Und das kommt jetzt natürlich für die PS4 dieses Jahr raus. Die Bilder, was ihr seht, die sind so ein bisschen Comic-like. Aber die haben mich so ein bisschen angefixt, weil das ist so, ich habe mir jetzt noch nicht so viel dazu durchgelesen, nur ein paar Videos hatte ich geguckt und so. Das sieht so aus wie in Monster Hunter. Ich will mir jetzt nicht so weit aus Fenster lehnen, sieht aus wie ein Monster Hunter von dem, was man machen kann, weil die Ruppen hier bei dem Video haben so auch die Zähne abgemacht und so. Mit der Grafik so ein bisschen von Fortnite. Wenn ihr das so, hier könnt, ach hier ist zu klein, wartet mal. Wir machen mal Einstellung, Suchoption nicht. Mehr. Erweiterte Suche, wo ist denn das? Man konnte doch mal hier mit der Größe das einstellen. Egal. Ah, hier. Größe. Groß. Wir nehmen jetzt einfach mal große Bilder. Dann sind die hier auch groß. Hier, wo sieht man? Hier sieht man dann so ein bisschen die Charaktere. Da zum Beispiel, seht ihr das? Jetzt kann man die so ein bisschen sehen. Da hat so ein bisschen... Er sieht so eine Mischung aus wie Monster Hunter und Fortnite-Grafik. Und das hat mich einfach fasziniert. Weil Monster Hunter habe ich schon gerne gespielt. Das war schon cool. Und wenn sie jetzt da jetzt noch so was bringen. Und vielleicht wird es ja auch Free-to-Play. Man weiß es ja nicht. Mal gucken. Da bin ich mal sehr gespannt. Rage 2 kommt auch. Ist auch wieder ein Shooter. Der hat mich eigentlich nur fasziniert, weil die ersten Bilder, die ich gesehen hatte und Videos, die sahen so abgefuckt aus. Dachte ich, Alter, das kann nur geil werden. Ja. Auch so postapokalyptisch und so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe Rage 1 habe ich auch gespielt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Lass mal gucken, Rage 1. Ich muss mir die Cover angucken, sonst kann ich... Ach, Street of Rage, ja, na toll. Ich und mein Namensgedächtnis. Ihr seht es ja, ist halt nicht so toll, mein Namensgedächtnis. Ja, da wird es jetzt auch wieder viele geben, die sagen, oh. Aber trotzdem, Team Sonic Racer. Ja, ich hatte damals das erste Sonic Sega All-Star Racing. Dann kam ja diese Transform, das habe ich mir schon dann nicht mehr gekauft gehabt. Hier waren damals so viele Fehler teilweise drin, am Anfang echt gut und dann umso weiter man gekommen ist, umso mehr Fehler waren drin und dann ist mir öfters abgestürzt und so. Aber das hat echt Spaß gemacht. Das hat wirklich, ich hatte es auf der Wii hatte ich's. Ja, und da war es dann halt nicht so toll. Und dann habe ich gedacht, ich mir jetzt für die Playstation nochmal hole, dann wollte ich mir diese Transform holen, aber dann habe ich welche, ging gar nicht, weiß ich gar nicht. Warum habe ich es mir nicht geholt? Weil irgendein anderes Spiel vorging. Habe ich mir irgendein anderes Spiel geholt, das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, das kenne ich gar nicht. Habe ich mich ja nicht mit beschäftigt für die Switch. Und das Neue, das sieht halt wieder cool aus. Das ist halt eigentlich wie ein Mario Kart für alle Konsolen, aber halt mit Sonic. Ja, und da soll ja noch so ein Racer-Spiel kommen mit Dings, mit Crash Bandicoot. Das habe ich auch noch auf der Liste, habe ich mir aber noch nicht so sicher. Kommen wir nachher zu. Aber diese Team Sonic Racer, ich kann mir das schon echt cool vorstellen, weil hier sind die Runden nicht so groß, wenn es wie im ersten, wie bei den anderen Teilen ist. Und dann einfach mit dem Gegner manipulieren, also mit irgendwas abschießen und sowas, wie bei Mario Kart. Also ich denke mal, das
online wird das bestimmt ein Knaller, das wird schön lustig. Und wenn man dann in der Party ist und uns zusammen quatscht und dann, ah, oh, du hast mir abgeknallt, du Schwein oder so, was weiß ich. Ja, das wird schon lustig, denke ich mal. Weil Mario Kart gibt es ja halt nur auf der Switch und das wäre jetzt was, was jetzt wieder so für die PlayStation wäre, wo das jetzt fun-mäßig nach vorne geht im Funracer. Ich habe ja auf der PS3 gab es ja Funracer Little Big Planet, das ist ja nicht so aus dem Arsch gekommen. Ich weiß nicht, warum das nicht gut angekommen ist. Also so am Anfang hat es mir echt Spaß gemacht. Und dann, was habe ich noch gespielt? Mod Nation Racer. Och, das war geil. Da konntest du wirklich die Figur selber machen und einen Helm aufsetzen und was weiß ich. Und das Auto konntest du Farbe ändern und Teile und was weiß ich alle. Das war cool. Aber Mod Nation Racer hat einen Nachteil gehabt. Es gab ganz wenig Strecken einzeln auf dem Spiel, mit dem Spiel bei. Man musste wirklich online sein, um Strecken von anderen runterzuladen. Da hätte ich mir gewünscht, dass es da nicht nur, was waren das, 8, 9, 10 Strecken oder so, dass man da mehr Strecken vorgefertigt hat und die dann auch spielen kann und nicht dann immer online sich da suchen muss und was runterladen muss. Also, aber Mod Nation Racer hat mir echt Spaß gemacht. Ne, das war das da. So, ah ja, dieses Ghost of Tsunami, das ist, wo viele nachgefragt haben. Das ist das von Sony. Dieses Exklusivteil, was nur auf der PlayStation kommen wird. Das sieht von den ersten Bildern sieht das schon fett aus. In den ersten Trailern von der E3 sah das fett aus. Wo haben wir denn Ghost of Tsunami? Das kommt am 31. Dezember wohl. Also viele Spiele kommen jetzt 31. Dezember, also durch die Gerüchte momentan, auch von Sucker Punch, so ja, cool. Es könnte sein, dass das auch für die PS5 kommt. Dass vielleicht da schon die PS5 kommt und dass das vielleicht Launch-Titel der PS5 werden könnten. Dass sie für die PS4 und PS5 kommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt die PS5 auch erst 2020. Ich denke zwar immer noch, also ich sage ja die ganze Zeit 2019, 2020, momentan hoffe ich aber immer noch Ende 2019. So. Das sieht halt richtig cool aus. Darauf freue ich mich auch schon. Ich habe auch damals auf der PS1 Tenchu total gerne gespielt. Aber guck mal hier, die offene Welt. Und dann alles so irgendwie eine Insel bei, haben sie auch gesagt. Also in Japan, irgendeine Insel ist das. Und dann kannst du halt rum und dann musst du dich nach oben kämpfen, so als Samurai und so. Das wird bestimmt richtig fett. PS4 Pro, Xbox One? Nee, das ist doch ein Exklusivtitel. Das ist ein Exklusivtitel. Wie können die da hier ein Bild von... Das gibt's doch gar nicht. Naja. Also soweit ich weiß, ist das ein Exklusivtitel. So, Dying Light 2 brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich werde mal auch nicht alle Bilder zeigen, weil ich nicht weiß, ob es eine 18er-Freigabe in Deutschland bekommt oder nicht. Deswegen werde ich hier auch keine Bilder zeigen. Nicht, dass man mir im Nachhinein mein Video hier striken kann wegen ab 18 Blasülz und so. Diesmal haben wir hier eine größere Welt. Die Welt passt sich uns auch an. Also wir können uns für verschiedene Lager entscheiden. Und je nachdem, so verwandelt sich die Welt dann auch. Und das erste war schon von der Machart her echt geil. Hat mir megamäßig Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Und das dann aber online mit ein paar Freunden zusammenspielen, das wird geil. Oh, The Last of Us natürlich, das ist auch so ein Teil, wo man sagt, oh, das muss man haben. The Last of Us 1 habe ich zweimal durchgespielt. Habe immer noch kein Platin gekriegt gehabt, weil mir hat ein Teil gefehlt für was zum Herstellen. Ein einziges Teil hat mir gefehlt, um was herzustellen. Dann hätte ich alle Sachen herstellen können oder einmal hergestellt gehabt,
Weil ich habe mit Neues Spiel Plus weitergemacht und hatte ich alles übernommen vom. Egal. Und ein Teil hat mir neu fehlt beim zweiten Mal durchspielen. Habe ich gedacht, Scheiße. Und dann hatte ich echt keinen Bock, jetzt nochmal ein drittes Mal anzufangen. Nee, und irgendwo hatte ich auch was vergessen. Ich habe einen Teil hat mir zum Bauen, haben mir zwei Teile, oder ein Teil oder zwei Teile gefehlt. Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. Und was hat mir noch gefehlt? Ich glaube, irgendwo hatte ich was vergessen aufzunehmen. Nee, das hatte ich ja dann beim zweiten Mal. Hatte ich ja dann geguckt, dass ich alles finde. Und bin dann auch nach Plan gegangen, größtenteils. Nee, war wirklich nur noch diese zum Bauen, was mir gefehlt hat. Ja. Und die Grafik, die sieht einfach der Knaller aus. Wobei ich mir bei The Last of Us auch vorstellen könnte, dass das so ein Launch-Titel der PlayStation 5 werden könnte. Das ist einfach... Da braucht man nicht mehr viel zu sagen, denke ich mal, Leute, oder? Das ist so ein Spiel, das müssen wir einfach haben. Oh ja. Oh ja, jetzt mit Devil. Also ich vergesse mal den echten Namen von ihm. Aber hier, er hier. Oh, da bin ich so heiß auf dieses Spiel. Ich habe auch dieses PT gespielt, wo ja der Macher noch damals bei Konami war. Der ist ja von Konami dann weggegangen und hat sein eigenes Studio gemacht. Und Sony hat gesagt, oh, komm zu uns. Geil. Das wird auch, soweit ich weiß, Death Stranding wird auch ein PlayStation-Exklusivtitel, glaube ich sogar. Müssen wir mal gucken. Death Stranding. Wo haben wir denn? Hier Unwetter. Wo haben wir? Da. Ja, Sony Interactive. Ja, das wird auch wieder so ein Sony-Exklusivtitel und boah, ey Leute, die Bilder sehen schon so geil aus. Und so abnormal, die Trailer und was sie gezeigt haben, mit den schwarzen Handabdrücken, dann hat er ein Baby. Dann ist das Baby weg, dann ist das Baby irgendwie in der Blase bei ihm auf dem Bauch, so irgendwie wie so eine künstliche Bärmutter. Und auf einmal der Abschluss, wo er denn liegt, wo man denn das Baby in seinem Bauch sieht, wo man durch den Mund ringiert und dann in seinem Magen ist dieses Kind. Wo du denkst, Alter, und dann mit diesen Kreaturen, diesen großen und... Was für ein abgefucktes Spiel wird das? Leck mich am Arsch. Und da freue ich mich schon so drauf. Das wird so geil. Und ich liebe den Typen. Ja, ich finde den geil. Ich finde ihn als Devil geil. Und ich finde ihn bei Blutige Fahrt Gottes geil. Da warte ich auf den dritten Teil. Da kommt irgendwie nichts. Und bei der Grafik, ich könnte mir echt vorstellen, guckt euch das mal an, dass das vielleicht auch so ein Launch-Titel der PS5 wird. Das kann doch nicht alles PS4 sein. PS4 macht geil, macht schon coole Bilder, aber ey, guckt euch das doch mal an. Das kann doch nicht alles nur PS4 sein. Hier ist also dunkel. Hier, da das Bild meinte ich, wo man das erste Mal gesehen hat mit den vier Typen, mit den ganzen Typen hier oben, wo er denn auf immer da steht und so. Das kann nicht alles nur PS4 sein. Leck mich am Arsch, ey. Das ist so ein Spiel, das habe ich bei der E3 gesehen vor... Wir haben jetzt 2019. 2017 war es, glaube ich, schon. Boah, da haben sie mich schon mit dem Spiel so angefixt, wo ich gesagt habe, Alter, das will ich haben. Und seitdem bin ich heiß und fieber dem Release entgegen. Und jetzt kommt es halt, wann soll es kommen? Nicht verfügbar, ja. Steht noch nicht da, wann es kommt. Also, oh Mann, ey. Dragon Age, da ist noch nicht so viel Bildmaterial zu da. Da freue ich mich auch auf einen neuen Teil. Mal gucken, so wie es aussieht, ist der Zwerg wieder mit bei. Ich bin mal sehr gespannt. Ich liebe ja die Dragon Age-Reihe. Ich mag die echt gerne. Das letzte war halt auch sehr umfangreich, aber in der Burg hat mir das so ein bisschen was gefehlt. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Also ein bisschen was hat die vier, die hat ein bisschen mehr. Also das ist Inquisition wieder.
Also da mal gucken. Also da lasse ich mich überraschen. Aber das ist so ein Spiel, wo ich auch sage, alleine weil ich die anderen nicht gespielt habe und ich wissen will, wie es weitergeht und muss ich einfach haben. Ach so, Wild PS4. So. Das ist für die PS4 Wild für die PS4. Das habe ich bei Amazon nicht gefunden. Ich denke mal, das wird ein Download-Titel. Und da kannst du hier mit den Tieren rumrennen hier. Also ich habe da jetzt nur so ein paar Bilder gesehen. Das ist The Witcher. Und irgendwie soll man sich irgendwie verwandeln können in ein Tier oder wieder zurück oder irgendwie, keine Ahnung. Ich bin da mal gespannt. Also so die ersten Bilder haben mich schon ein bisschen angefixt. Vor allen Dingen das hier. Auf dem Bären reiten. Und mit der Grafik, also das sah echt gut aus. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was daraus wird. So. Dann haben wir hier noch Erika. Das wird ein Playlink-Spiel. Darauf freue ich mich natürlich auch. Ich liebe ja diese Playlink-Spiele. Das scheint auch wieder wie so ein Film zu sein, wo man dann zwischendurch mit dem Handy dann irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Es ist noch nicht viel dazu da. Ich habe auch noch nicht geguckt nach Videos oder so. Also das ist so ein Spiel, wo ich auch sage, alleine nur die Bilder gesehen und das Playlink-Logo gesehen und habe ich schon gesagt, muss ich haben. Weil ich liebe ja diese Playlink-Spiele, die machen so unheimlich Spaß. Die sind einfach mega fett. So, dann natürlich Cyberpunk 2077. Das ist, darauf warte ich ja schon seit. Oh, wann haben sie das angekündigt? Das erste Mal 2013, 2014? Ich weiß es gar nicht mehr genau. 15? Nee, früher. Keine Ahnung. Jedenfalls haben sie immer uns dann hier, seht ihr, die haben sich modifizieren lassen, haben uns immer mehr so ein bisschen verraten, dass es in so einer postapokalyptischen Welt spielt, also in der Zukunft, und die lassen sich da Roboterteile ransetzen oder hier das halt irgendwie leuchten können und sowas alles. Und da gab es auch schon einen Trailer und so, die sahen echt geil aus. Das ist auch von CD Projekt Red, also von polnischen Entwicklerstudio, die auch, ach, wie heißt das hier wieder? Dings gemacht haben zwei hier. Dengle 2. Nee, Quatsch. War das nicht von denen auch? Nee, The Witcher war von denen. Ich glaube, The Witcher ist von denen, oder? Ach, muss ich nochmal gucken. Moment. Ich und meine Namen. Red Energy. Ja, CD Projekt Red ist der Herausgeber und ja, genau. Und die haben auch The Witcher gemacht. CD Projekt Red. CD Projekt Red. So, da können wir hier unten gucken. Ja. The Witcher ist von denen. Cyberpunk ist noch nicht bekannt. Dann hier die. Ja. Gut. Doch The Witcher. So. Ihr habt es gleich geschafft mit den Spielen, die ich unbedingt haben will. Dann kommt die Liste mit denen, wo ich drauf gespannt bin. Es tut mir leid, dass es zu viel ist, aber es ist ein langes Jahr. World War Z. Da habe ich den Film geguckt. Den fand ich schon cool. Und da hatten sie ja gestritten mit dem World War Z, mit dem War Z Spiel. Da gab es damals ein Spiel für den PC. War Z, da heißt jetzt Investation. Und das haben Onkel und ich echt damals, wir haben das geliebt. Wir haben das so gerne gespielt. Das war cool. Und dann musste der dann umbenannt werden, dann kam er wegen dem Film hier und jetzt soll dazu ein Spiel kommen. Ich muss mal dazu PS4 eingeben. Dann können wir auch hier so die ersten PS4-Sachen sehen. Hier. Auch mit ganz vielen Zombie-Horden, wie im Film, damit die auch übereinander steigen und dann musste die platt machen.
Ob das jetzt ein reines Ballerspiel wird online oder so mit Story und so, das weiß ich noch nicht. Ich bin aber echt. Ja, Zombies und so, das ist sowieso cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wird bestimmt richtig geil. So. Ja, das ist klar, dass das mit auf der Liste ist, denke ich mal. Da wird mich jeder verstehen oder jeder, der das letzte Video gesehen hat mit den Spielen, die ich 2018 gefeiert habe. Da hatte ich es ja schon gesagt. Darauf freuen wir uns. Also, wir heißt meine Frau und ich. Medieval ist zurück für die PS4. Meine Frau hat das geliebt. Ich habe das Spiel auch geliebt. Ich hoffe, ich freue mich so drauf. Ich hoffe, das wird wieder geil. Manchmal hat man ja so die Sachen, dass man sagt: Oh, Scheiße, meine Kindheitserinnerungen waren schöner als die Neuverfilmung bei Filmen jetzt zum Beispiel. Oder allgemein, wenn man einen Film aus der Kindheit wieder guckt. Aber bei Spyro the Dragon hat es mich jedenfalls nicht enttäuscht. Das war geil. Und da wird das, denke ich mal, auch richtig fett werden. Da freue ich mich schon. Wie gesagt, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, dass irgendwann mal jemand Legacy of Kain, die ganze Reihe, von mir aus auch mit den komischen Raziel-Typen, aber ich will mit Kain, dass man die Spiele nochmal macht. Bitte macht's. Bitte, bitte, bitte. Mann, was schreibe ich denn hier zusammen? Müssen wir mal gucken, von wem das kommt. So, dann sagen wir mal direkt Legacy of Kain. Gucken wir mal nach. Mich würde das jetzt. Ich habe die ganze Zeit davon immer gequatscht. Jetzt interessiert es mich. Action-Adventure. Publisher. Activision und Eidos. Ja, der ist das doch machbar. Wird doch machbar sein hier. Was kam zuerst? Blood Omen Legacy of Kain, genau. Das war das, was ich als erstes gespielt habe. Legacy of Kain Soul Reaver, Legacy of Kain Soul Reaver 2, Blood Omen 2, Legacy. Ja, Spielportierung Anfang 2012, Square Enix. Ja, okay. Aber das sind so die Spiele. Hier, das Soul Reaver, das war auch interessant, aber war jetzt nicht so meins. Ich habe jetzt eher die Anfangsspiele gefeiert. Blood Omen, könnt ihr euch das mal angucken. Hier, das ist jetzt Blood Omen. Da war halt meistens so von oben die Grafik. Ja, und dann konntest du halt hier Blut nachtanken. Ey, die Grafik sieht jetzt halt natürlich nicht mehr so aus. Ja. Also hat. Heutzutage sieht die Grafik natürlich viel besser aus. Und hier so düster gemacht und hier war dann die Blutanzeige, das Röhrchen konnte man dann verbessern. Das ist dann irgendwann ein bisschen hochgegangen. Und wenn man Blut ausgesaugt hat, ist das halt hier runtergeflossen aus dem Maul raus, hier runter und hat das Blut nachgefüllt. Und halt, wenn das bis hier oben war, konnte halt viel rinfließen und dann konntest du auch öfters getroffen werden. Und so war es auch bei der Magie. So. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, das ist so ein Spiel, wo ich sage, das will ich wieder haben. Sind wir mal ein bisschen abgewichen. Muss ja auch mal sein. So, Devil's Hunt. Da habe ich auch bei der Recherche habe ich einfach nur dieses Bild gesehen und dachte, geil, das will ich haben. Das will ich haben hier. Weil ich habe das Bild gesehen, sah cool aus und dann habe ich das gesehen.
Und da habe ich gedacht, uiuiuiui. Das musst du haben. Und dann kam hier dieses. Und dieses. Erinnert mich so ein bisschen an, wie hießen das damals? Prototype. Prototype für die PS3. Habe ich mir damals im amerikanischen Store geholt, weil eins in Deutschland indiziert war. Zwei kamen dann nach Deutschland. Das habe ich gefeiert und da haben mich die Arme so ein bisschen dran erinnert. Und hier mit den ganzen Zombies und so. Und dann dachte ich, coole Sache. Oder Monstern. Und dann sah es auch so düster aus. Das musst du haben. Das hat mich gleich mal so angefixt. So. Also, habe ich Devil's Hand hier schon drin? Müssen wir mal gucken. Ach, ich suche jetzt einfach mal Devil's Hand. Achso, das war noch nicht. Ne, Devil's Hand ist noch nicht bei Amazon. Oh ja. Biomutant. Darauf freue ich mich auch schon seit dem ersten Trailer bei der E3. Vorher. Da bin ich so heiß drauf, das wird so geil. Das ist auch von 505. Ist der Publisher. Da sieht man nur ihn. Hier gibt es halt auch mit Figur und sowas alles. Und hier. Die Grafik sieht richtig geil aus. Das ist halt in der Zukunft spielt das und ja, sind Tiere und ja, Biomutanten. Also die haben hier Roboterteile und mutierte Tiere und ja. Hier sieht man das dann zum Beispiel. Da kann man den dann halt mit verschiedenen Sachen modifizieren, damit er dann halt ein bisschen besser wird, knallharter wird. Hier. Da gab es halt schon so ein paar Trailer dazu, wo er da so wegrennt und so. Und das hat mich einfach auch die Waffen kannst du modifizieren und so. Und das hat mich einfach angefixt. Und das habe ich gesehen, den ersten Trailer gesehen, habe ich gesagt, da ist ja dann der Typ, ist dann da so reingerannt, auf einmal überall Minen, draußen so ein Vetter. Und der hat reingeschossen. Und dann ist der abgehauen und so. Und das hat mich so angefixt, da habe ich gesagt, das ist auch eins, das muss ich haben. Und da warte ich halt auch schon händeringend drauf. So, Wolfenstein Youngblood, das kommt auch nächstes Jahr. Ihr seht das ja hier, da, und das will ich jetzt, hier ist es auch drin. Das will ich jetzt nicht so groß machen, weil ich Angst habe wegen, dass man mir irgendwie das Video auch strikt, weil ich irgendwas zeige, obwohl ich nichts dafür kann. So. Ich mach mal am besten, ich mach mal nur das hier an. Das sieht halt ein bisschen, also es soll ja jetzt wohl so sein, dass man alles sehen kann. Weil es gab ja wohl jetzt eine Entscheidung darüber, dass man das in Videospielen nicht mehr wegmachen muss, was da bei diesen Spielen wegzumachen ist. Ich würde es jetzt hier nicht, also Hakenkreuz, man will es ja nicht so genau sagen halt. Weil früher war es verboten, in Spielen Hakenkreuze zu zeigen, weil Spiele keine Kunst sind. Ist wirklich so. Also in Film war es erlaubt, weil Film ist Kunst. Und in Filmen zur Aufklärung oder Theaterstücken zur Aufklärung und so weiter, oder weil Theater auch Kunst ist, ist das erlaubt. Ein Videospiel ist keine Kunst und dient halt nicht der Aufklärung, haben sie damals gesagt, und deswegen muss das verboten werden. Und da war halt nur in Deutschland das Einzige und jetzt vor Jahr war irgendwie wohl was, dass das jetzt wohl nicht mehr so, angeblich wohl nicht mehr so ist. Aber davon mal abgesehen, ich habe die Wolfenstein-Spiele damals schon echt gerne gespielt. Das letzte war auch richtig cool und die Charaktere haben sie richtig gut getroffen und deswegen bin ich halt auch gespannt auf das Neue, wie es wird. Müsst ihr euch mal meinen Angezockt angucken. Ja, also die Charaktere haben sie gut getroffen, das war so, wo ich sage, cool gemacht. Und das ist auch ein Shooter. Ich mach mal hier, machen wir mal schnell ein Sitzbild drin. So, das war auch ein Shooter, aber ein geiler Shooter. Ja, also, ich weiß nicht warum, aber die Wolfenstein, die Story, die Charaktere, ist halt sehr packend und kann ihn richtig schön in den Bann ziehen. Und die Shooter-Elemente haben mir auch sehr gut gefallen.
obwohl ich halt nicht gut drin bin und öfters mal einen Anlauf brauche, weil ich gestorben bin. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. So, nichtsdestotrotz würde ich jetzt für die Liste, was ich mir 2016 unbedingt holen will, also darauf freue ich mich, würde ich jetzt erstmal hier einen Cut machen. Ich muss auf Klo, dann mal nach meiner Frau gucken. Darauf bin ich gespannt. Mache ich vielleicht noch gleich im Anschluss oder mache da ein separates Video draus. Ich muss erstmal gucken, wie lange das Video ging. So, da bin ich auch schon wieder. Ich mache doch hier ein komplettes Video. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie lange der erste Teil war. Jetzt 50 Minuten. Scheiße, ja, ich habe gedacht, jetzt machen wir die anderen halt auch noch. Das sind ja nicht mehr allzu viele. Kopieren. Ach, Quatsch. Rückgängig. Kopieren. Also jetzt fangen wir an mit den Spielen. Darauf bin ich gespannt. Die sind jetzt... Nicht, dass ich sie mir jetzt unbedingt kaufen wollen würde sofort. Das ist das, wo ich sage, das interessiert mich. Ich weiß aber noch nicht hundertprozentig, ob ich es mir sofort kaufe oder später. Aber kaufen will ich es mir auf jeden Fall. Onimusha, das habe ich damals auf der PS2 schon gezockt. Hier unten seht ihr ja das Cover. Ich muss erstmal PS4 noch dazu geben. PS4. So, und jetzt kommt es halt in einer Remastered-Version für die PS4. Und da bin ich auch am Überlegen, ob ich mir die nochmal gönne. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber ich weiß, dass das echt Spaß gemacht hatte. Das hatte ich, glaube ich, das hatte ich mir geholt, weil mir Tenchu damals so gefallen hatte auf der PS1. Und deswegen hatte ich mir Onimusha geholt für die PS2 damals. Und ihr seht hier auch ziemlich blutig und so. Und da bin ich halt noch so gespannt drauf. Da muss ich erstmal warten, was da jetzt noch Neues dazu kommt. Dann Walking Dead. Die finale Episode. Weil da habe ich gelesen, dass das wohl in Deutsch kommen soll. Das hat mich ja immer daran gehindert, so die Walking Dead-Dinger weiterzuspielen, weil die haben echt Spaß gemacht, aber ist halt doof, wenn alles Englisch ist und du nicht wirklich Englisch kannst oder nicht viel Englisch kannst. Deswegen habe ich hier bei Steam gelesen, wartet, Steam Store, da. Hier bei Steam habe ich gelesen, da. Oberfläche Deutsch, Ton Deutsch, Untertitel Deutsch. Und das ist ja die finale Season. Und wenn das in Steam schon in Deutsch ist, wenn es dann für die PlayStation kommt, wird es dann hoffentlich auch Deutsch haben, denke ich doch mal. God Eater 3. Ja, das hat mich einfach nur vom Hocker gerissen, weil wegen Japan und also Monster, Schwerter, Kämpfen. Und ich hatte, glaube ich, God Eater 2. Ich weiß gar nicht, irgendein God Eater hatte ich damals gespielt, aber ich weiß nicht mehr welches. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist so ein Spiel, was du auf jeden Fall mal so auf der Beobachtungsliste halten musst, um zu gucken. Far Cry auch auf der Beobachtungsliste, definitiv nicht auf der Liste für sofort kaufen, weil mich das letzte Far Cry ein bisschen angestunken hat. Nicht von der Qualität her. Die Qualität war echt super. Sound war geil, Grafik war geil. Aber ich habe es ja im letzten Video gesagt, ich bin da mit der Voraussetzung rangegangen, dass ich es im Koop spielen will. Und dann musste ich es halt meins spielen, dann musste ich es nochmal spielen mit einem Kollegen, also mit Curry, damit er das gleiche freischalten gekriegt hat, weil er hat bei mir mitgespielt und hat das nicht gleich für sich nicht freischalten gekriegt. Und unter der Voraussetzung fand ich das schon echt scheiße, weil die können's besser und Ubisoft macht geile Spiele. Ich habe jetzt auch noch nicht dazu gelesen, ob es jetzt auch, weil das sieht alles eher so Online-Shooter-mäßig aus. Ob das jetzt auch einen Singleplayer hat, habe ich mir jetzt noch gar nicht durchgelesen. Aber so, wenn, ja doch, das scheint einen Singleplayer zu haben. Aber
wie gesagt, ich bin so enttäuscht vom letzten. Und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt hier gleich holen werde. Da muss ich erstmal abwarten. Das kann ich so hundertprozentig noch nicht sagen. Life Aleph, das hat mich fasziniert, alleine wegen dem Roboter. Wegen dem Roboter und den Bildern, die ich gesehen habe. Ich habe damals ja auch schon gerne Spiele gespielt mit Riesenroboterkämpfe hier. Das hat mich halt angefixt. Ja, ist ja gut, Mausi, ich sehe dich doch. Ich sehe dich. Und da habe ich gedacht, Mensch, Grafik sieht geil aus, Roboter. Das musst du auf jeden Fall mal in eine Beobachtungsliste klatschen. Ist ja gut, leg dich hin hier. Das musst du in eine Beobachtungsliste klatschen und mal ein bisschen beobachten. Was ist denn das? Das ist aber nicht dazu. Egal. Hier. Sieht so ein bisschen Metal Gear Solid-like aus und so. Da habe ich gedacht, das muss man einfach mal ein bisschen beobachten. Vielleicht ist es ja cool. Ich habe mir nämlich noch keinen Trailer oder kein Video dazu angeguckt. The Division 2, das nächste Ubisoft-Spiel. Ich bin halt auf der Vielleicht-Liste und ich bin Ubisoft-Fanboy eigentlich. Weil mich Division 1 fand ich geil, aber alle waren viel weiter am Level auf einmal als ich. Und dann konnte ich nicht mehr mitspielen, weil immer wenn ich mit den Leuten gespielt habe, war kacke, dann kamen die Gegner Level 20 und ich war Level 5 oder Level 10 oder so. Und das hat mich dann abgefuckt. Und da soll wohl viele sich getan haben von der Grafik her. Und, warte mal, meine Frau ist gerade gekommen, da soll sich viel getan haben von der Grafik, soll, aber ich habe es jetzt wieder installiert, ich würde es die nächsten Tage nochmal anspielen. Es ist ein reines Online-Spiel, da weiß ich es noch nicht. Also da bin ich wirklich, auf die eine Hälfte sagt, ach geil, die andere Seite sagt, ah, wer weiß, wer mitspielen will und wer weiß, ob ich es dann wieder komplett durchziehen kann. Oder dann sind die dann wieder Level 20, du bist Level 10. Oder die sind Level 50, du bist Level 20. Dann sind die Gegner wieder so schwer. Also das ist so ein Spiel, wo ich echt sage, ich habe keine Ahnung. Auf eine Art ja, auf der anderen Art ne. Hier. Da. The String City. Machen wir da noch ein paar Bilder. Hier, das ist... das ist so ein bisschen, was ich gesehen habe. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass das so ein bisschen... Und das auch nicht, dass das mit irgendwelchen Kreaturen ist. Ich hatte nur die Bilder gesehen, wo er irgendwie so was gesammelt hatte. Und das habe ich auch nicht gesehen. Das macht mich jetzt gerade noch ein bisschen heißer auf das Spiel. Und das habe ich auch nicht gesehen. Ich hatte da nur was gesehen, dass er da irgendwelche Rätsel gelöst hat und gelootet hat. Und da habe ich gedacht, Rätsel lösen, looten, so Baphomets Fluch-like in der Endzeit. Aber dass jetzt hier irgendwelche großen Kreaturen noch mit bei sind, fixt mich gleich noch ein bisschen mehr an, muss ich sagen. Also das wandert definitiv auf meine... Ja, also das wandert definitiv auf meine Liste und muss ich haben. Kopieren. Alleine durch die Bilder und Endzeitzeug hier. Wartet mal, da muss ich das hier unbedingt noch dazu tragen. Hustet so die Kleine? Ja, sie ist gerade verschluckt. Ja, so ein kleiner Vierfraß. So, dann haben wir hier noch Senko. Da habe ich einfach nur gestaunt wegen dem Japano. Und wo war das? Hier. Die Grafik sah echt, müssen wir kurz warten hier irgendwie bei mir. Buffert das mit den Bildern manchmal ein bisschen. Na, jetzt. Die Grafik sah gut aus. Na, ich gedacht, Mensch, das ist doch, das sieht auch ganz interessant aus, auch hier. Das müsste man auf jeden Fall auch mal auf der Beobachtungsliste halten. Sieht brutal aus. Samurais und Schwerter. Also das muss man definitiv beobachten. Mortal Kombat 11. Ich habe mir damals die Mortal Kombat-Teile immer geholt gehabt. Natürlich noch brutaler als
Hier haben sie natürlich noch nicht veröffentlicht, wer alles mit bei sein wird. Soll noch brutaler werden. Noch realistischer. Ja, das werde ich mir auf... Ich weiß nicht, ob ich es mir gleich sofort holen werde. Gesundheit. Auch wenn man vorbestellt, kriegt man Shao Kahn. Also da weiß ich, die waren ja bis jetzt immer gleich. Gegenseitig auf die Fresse hauen, blutig, Fidelities, die Fidelities waren cool. Was ich auch gut fand, bei der letzten Version konntest du auch dazu kaufen, dass du, wenn Fidelity war, dass du mit eben Knopfen Fidelity machen konntest. Konntest du im Store kaufen, musstest halt nicht so halb rummachen und dann hast du ihn noch verdrückt und geärgert, weil du den Fidelity nicht geschafft hast. Da bin ich, wie gesagt, noch am Überlegen. Das ist so ein... Weil immer das Gleiche ist, aber vielleicht habe ich... Ich habe ja das letzte Mortal Kombat, habe ich mir auch gebraucht geholt, habe ich mir im GameStop geholt. Wenn man wartet ein paar Monate oder ein, zwei Monate später, kriegt man schon für die Hälfte. Und dann hole ich es mir im GameStop gebraucht für einen schmalen Taler. Das ist dieser Crash Bandicoot, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Nitro Fools. Da bin ich mir noch überhaupt nicht sicher, weil es ist halt ein Rennspiel, es ist Crash Bandicoot, es kommt ja auch das Sonic-Spiel. Ob man davon zwei von der Sorte braucht und es gab es ja damals schon, ja, aber man jetzt unbedingt noch ein zweites braucht, ich weiß es nicht. Also da bin ich komplett überfragt. Es sah cool aus und war damals auch cool, aber ich bin mir echt nicht sicher. Dann das neue Doom, da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das gleich zum Anfang holen werde, weil ich tendiere zwar schon dazu, aber ich nicht hundertprozentig. Noch brutaler, diesmal soll es auf die Erde gehen, der irgendwie vom Mars jetzt auf die Erde. Und noch schneller und noch rasanter und ich bin mal gespannt. Also. So, einfügen. So, dann haben wir hier noch Babylons Fall. Das sah so düster aus hier mit dem Typen mit der Rüstung. Da habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesehen zu. Hier. Ritter und Rüstung steht ja sowieso drauf. Und da, ich habe mir noch keinen Trailer angeguckt, ehrlich gesagt. Und da hier dachte, Mensch, das sieht geil aus. Das musst du auf die Liste machen und musst du auf jeden Fall mal in Beobachtung halten. So. Dann haben wir hier noch The Other Worlds. Da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. So ein bisschen so, seht ihr, so ein bisschen zusammengeschusterte Rüstung und andere Planet. So die Bilder, ihr müsst da kurz warten, das ist hier. Da. Sieht so von der Grafik, sieht es ja nicht mal so schlecht aus. Aber ich habe da auch noch nicht zu viel weiter gelesen. Weil da kommen so viele Spiele dieses Jahr raus. Und da muss ich erstmal gucken. Und das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, ob ich mir das dann gleich zu Anfang hole. Oder ob ich das erstmal noch die nächsten Infos dazu abwarte. Dann gucken wir mal, wer ist denn der Entwickler? Wer ist der Publisher, Herausgeber, Privat Division? Okay, dann müssen wir mal gucken. Also da bin ich mir noch nicht sicher. Und ich habe so viel Spiele auf der Liste, die ich dieses Jahr haben will. Ich kann ja nicht jedes Spiel kaufen. Ah, genau, das war das, wo man mit einem Tier spielt, glaube ich, war das, genau. Nee, Quatsch, das ist mit dem Affen, genau. Da seid ihr ein Affe, das spielt halt, ihr seid ein Affe nicht, ein Steinzeitmensch, ja? Und schlagt euch halt durch. Das hat mir vom Aufmachung hat mir das gefallen und vom Konzept. Und da habe ich gedacht, Mensch, das auf jeden Fall in Beobachtung halten.
Good and Evil. So, Assassin's Creed kommt dieses Jahr kein neues. Och. Ich muss PS4 dazu schreiben. Nicht Control, Control. Nicht Controller. PS4. Game. Hier ist es. Das ist der PS4-Game, Control. Da habe ich nur dieses Bild gesehen. Und das hat mich geflasht. Das sah geil aus. Wir können ja mal nur einfach Control Game. Ich hatte nur zwei, drei andere Bilder, hatte ich auch gesehen. Hier. Ja, ich müsste hier. Da seht ihr das. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Prey. Von der Düsterkeit her und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, das musst du auf jeden Fall mal beobachten, gucken, was da dann noch bei rauskommt. Oh ja, Haunted Shadow, das war auch cool. Ja, das ist Haunted Shadow, das fand ich alleine von den Charakteren so geil. Und da jagt man dann Zombies. So wie, also ich habe mir noch keinen Trailer angeguckt, nur dass man hier und doch einen Trailer habe ich geguckt, da war es irgendwie düsteres und da hat der eine gesagt, hey, pass auf, nicht durch die Ketten gehen, das gibt Geräusche und dann hören die dich. Und das hat mich gefixt und habe gedacht, Mensch, das musst du doch gleich mal beobachten. Da musst du in der nächsten Zeit mal ein paar News dazu gucken, was du dazu noch findest. Beyond Good and Evil, da kommt ein zweiter Teil, da bin ich auch nicht sicher, ob ich es mir gleich hole oder später hole. Aber da weiß ich wenigstens, dass das definitiv in Englisch, in Deutsch sein wird. Teil 1 habe ich ja damals gespielt. Und bei den Ubisoft-Spielen weiß man wirklich immer, die sind deutsch. Das deutsche Untertitel, deutsches Audio. Grafik sieht auch gut aus, also ich denke mal schon, dass ich es mir holen werde. Aber so hundertprozentig kann ich es noch nicht wissen. Erstmal gucken, was denn noch alles andere gerade zu der Zeit kommt. Weil immer, ist ja auch immer doof, wenn sich viele Sachen zur gleichen Zeit überschneiden. Man kann ja nur eins. Ah, hier, das war, genau. Das gab es, glaube ich, schon mal für die PS3. Und jetzt kommt es halt für die PS4. Da musst du dann halt so die Wände bemalen, die werden dann lebendig und dadurch öffnen sich dann andere Wege, dass du dann weiterkommst und machst die triste graue Stadt dann halt farbig. Und das hat mir sehr gefallen. Ich habe ja auch damals die Spiele Flower und Flow auf der PS3, habe ich mir auch für die PS4 gekauft, habe ich gerne gespielt, die fand ich richtig toll. Hier, das ist der Trailer. Das ist, glaube ich, so ein deutsches Entwicklerstudio, was diese Sea of Dings machen. Entwickler, Joe May. Ich glaube, das sind so ja Deutsche. Info. Ich will ja keine E-Mail schreiben. Nein. Work, Sea of Souls. Deutsche Seiten müssen wir ja immer ein Impressum haben. Ach, von denen ist das? Nee, dann ist es kein deutsches Studio. Dann habe ich das verwechselt. Ach, IE, naja, klar. Nee, dann habe ich das verwechselt mit einem anderen Spiel. Bei der E3 haben sie irgendein Spiel vorgestellt, was von einem deutschen Entwicklerstudio ist, aber ich weiß nicht mehr welches. Und hier muss man dann halt so machen, dass das Wasser zurückgeht. Hier unten seht ihr die Kreatur und die geht dann halt immer weiter weg und dann kommt man immer weiter in der Stadt voran, weil man halt auch die Ebenen darunter machen kann. Da haben sie bei der E3 gezeigt, das hat mir sehr gefallen. Und da muss ich mal gucken. Ist ein bisschen kitschig dargestellt mit der Grafik halt, ein bisschen alles so gezeichnet, also keine Grafikbombe, wie immer viele wollen. Aber trotzdem schön. So, dann würde ich sagen, dann sind wir mit den Spielen
worauf ich gespannt bin, fertig. Jetzt kommen noch ein paar. Es sind ja nicht mehr so viele. Das sind die Spiele, wo ich überhaupt noch nicht weiß, ob ich sie holen werde oder ob ich sie nicht holen werde, wo ich komplett unentschlossen bin. Einmal The Elder Scrolls 6. Das wird wieder so ein ellenlanges Ding. Ich habe hier immer noch The Witcher liegen und hab noch nicht weitergemacht, weil auch The Witcher so ellenlang ist. Das könnte ich mir als Gemeinschaftsprojekt mit einem Kumpel vielleicht vorstellen oder so, aber alleine glaube ich nicht, dass ich spielen werde. Das soll ja auch online sein. Also da bin ich mir überhaupt noch gar nicht schlüssig. Muss auch noch PS4 mal dazu schreiben. PS4. So. Das hier ist so ein Starfield, das ist so ein Weltraumspiel. Hier sieht halt irgend so ein. Das ist aber nicht Starfield. Das ist, ja, Far Cry. Nee, Far Cry, wie heißt das? Fallout. Aber ich hatte hierzu auch Bilder gefunden. Hier seht ihr das, Starfield. Das ist in so einem, hier. Ich hatte auch mal mehr Bilder gefunden. Ich weiß jetzt nicht wo, aber das hat mich halt so ein bisschen angefixt, wo ich gesagt habe, man muss es beobachten, aber ich bin mir noch nicht schlüssig, was daraus werden wird, weil noch nicht viele Infos dazu da waren. So, Borderlands 3, da bin ich mir auch noch nicht schlüssig, ob ich es mir holen werde. Weil ich habe die anderen Borderlands-Teile, den ersten halt gespielt, den zweiten angefangen und habe dann auch nicht weitergemacht. Also reizen würde mich, aber ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher. Also deswegen, das ist so. Und hier habe ich so ein paar Bilder gesehen und ein Video. Die geht jetzt hier zu dem Grab. Und dann kommt hier so, sieht man hier so ein. Ich muss mal PS4 dazu schreiben. PS4, dann sieht man so ein Grab von einem Pharao. Das sieht man jetzt hier nicht im Trailer und das hat mich so ein bisschen angefixt. Man musste so auch Rätsel lösen irgendwie. Also hat man so ein paar Bilder gesehen, dass das halt das Grab hochkommt, also dieser Sarkophag hochkommt. Und da habe ich gedacht, Mensch, das sieht ja so Baphomet-Fluch-like aus. Point-and-Click-Adventure muss man auf jeden Fall fördern. Und deswegen auf jeden Fall mal auf die Beobachtungsliste packen. Und mal gucken, was daraus wird. So, das ist wieder ein Shooter. Da haben mir halt nur die ersten Bilder gefallen. Und mal was anderes als COD und Battlefield. Und deswegen habe ich gedacht, das musst du auf jeden Fall mal beobachten, was da noch abgeht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe. Ist halt nur die Liste, wo wir, Dann Digimon Survive. Das sieht so brettspielmäßig aus. Das hat mir sehr gefallen. Hier seht ihr das. Und dann muss man da halt Kämpfe machen. Und dann können die ja auch. Hier seht ihr das Switch-Logo. Also für Switch kommt es wohl auch. Und hier haben wir. Dann kämpft man sich dann halt. Die haben auch irgendwo gezeigt. War irgendwo. Boom, hier. Da. Und der kann sich dann halt bewegen und dann kannst du halt mehreren packen und dann im Team und dann. Ja, also da bin ich mal gespannt. Das sieht so im ersten Augenblick echt geil aus, weil ich mag ja manchmal so eine Spiele, wo mit Digimon zum Beispiel, wenn man nicht nur stur durch die Welt läuft und die digitieren kann, wenn man auch mal so ein bisschen Strategie darin bringt, so mal so ein Strategiespiel von Digimon hat was. So. Great Fall. Ja, das habe ich eigentlich nur auf der Liste, weil die Bilder so düster aussahen. Und so abgefuckt aussah. Also hier irgendwie, das sieht irgendwie so aus wie amerikanischer Bürgerkrieg mit der Mütze und so. Hier unten seht ihr auch noch ein paar. Hier,
sieht man hier vielleicht noch irgendwo die rumrennen? Hier. Und das sah halt sehr düster aus und so ein bisschen abgefuckt. Und hier das zum Beispiel. Und da habe ich gedacht, das musst du auf jeden Fall mal beobachten, was da draus noch wird. So, dann haben wir... Ihr habt es bald geschafft, Leute. ja. Code Wien. Das sagt mir aber, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich habe es nur bei der Recherche wieder gefunden. Aber irgendwo habe ich den Namen schon mal aufgeschnappt, aber ich weiß nicht wo. Und das hat mir auch von den Bildern hier so her gefallen mit dem Kampf. So ein bisschen Darksiders-mäßig, wie ihr das seht. Hier, man kämpft und kommen dann so an. Mal gucken. Also das bin ich mir auch noch nicht so sicher. So, Twin Mirror. Ich habe ja auch Black Mirror. Ne, wie heißt das? Wie heißt die Netflix-Serie? Black Mirror oder so? Die hat mir sehr gefallen und so sieht das auch so ein bisschen aus. Hier so ein bisschen verwirrend und ein bisschen... Nee, das ist Anthem, so. Ja, ach, sich mit dem Vogelgeräuschen, die mir so auf den Sack. Ah, hier sind dann halt normale, also da habe ich, wo war denn das andere? Ah, hier, ihn siehst du hier normal und da unten siehst du in der Pfütze anders. Ich hatte auch noch ein bisschen verstörendere Bilder gesehen. Das war eins davon hier mit der Tür. Und da habe ich gedacht, Mensch, das müsste auf jeden Fall mal so in der Beobachtungspipeline halten, gucken, was daraus wird. Ich weiß auch noch nicht, wann es kommen wird. So, dann haben wir noch zwei Spiele. Dann haben wir einmal hier Skull and Bones. Da bin ich eigentlich im ersten Teil sehr gehypt von. Geil, geil, geil. Im zweiten Teil, nee, lieber doch nicht. Deswegen auf der Liste. Weil es ist geil. Man ist Pirat. Hier, man kann sein eigenes Piratenschiff machen, so wie es aussieht. Und das auch mit eigenen Segeln, eigenen Totenköpfen machen. Hoffe ich doch, dass man das hier auch anpassen kann und sich die Totenköpfe vielleicht selber gestalten kann. Ja, und es sieht wirklich cool aus, dass man hier miteinander oder gegeneinander kämpfen kann. Aber es ist rein online. Und da weiß ich jetzt nicht, ihr seht das auch, ob das dann ob so der Knaller wird. Weil meistens ist es so, bei Assassin's Creed haben die Seeschlachten, waren die geil, haben mir sehr gefallen. So als Spiel gegen Computergegner ist vielleicht cool, aber gegen andere Gegner und dann vielleicht, wenn dieses Pay-to-Win-System wieder mehr wird, was bei Ubisoft ja eigentlich in der Regel nicht so ist, aber wir wissen alle, wie die Zeit voranschreitet und alle wollen sie Geld machen. Und die machen vielleicht ein bisschen mehr Pay-to-Win drin, als dem Spiel gut tut. Was man ja jetzt noch nicht weiß. Dass man dann halt zum Beispiel, einer kommt drin, oh, hier, ich gebe mal gleich Geld aus, fette Piratenschiff, fette Knarren und du fängst gerade an mit der bis Level 5 oder so und der holt sich schon alle so, als wenn er Level 10 wäre und dann zack, platt. Ja, das ist dann auch schon scheiße. Und rein online, ich weiß nicht. Andi ist, also erstmal Grüße an Andi, gehen raus. Andi ist ja auch eigentlich der Hype von dem Spiel, aber uns schreckt Bedner ab, dass es halt hier ein reines Online-Spiel ist. Oh, auch geil. Also, es hat was, es hat wirklich was, wenn man sich die Bilder anguckt, aber rein online. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher. Also, da kann, das ist so ein Spiel, das ist auch wieder so ein Spiel, wo ich sagen kann, ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich es kaufe. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob ich es nicht kaufe. Ich bin genau dazwischen und sage, So. Da hatte ich ja schon Teil 1 gespielt und Teil 2 hat mich jetzt hier auch so ein bisschen interessiert, weil die Bilder, die ich gesehen habe, echt geil aussahen. Ich hoffe nur, dass das diesmal wirklich dann, hier sieht man, sieht es nicht so aus, aber ich hoffe, dass das dann vielleicht wenigstens mal deutsch wird. Das hat mich beim letzten so ein bisschen abgefuckt. Dass halt alles Englisch war. Auch das, was man im Spiel machen musste. Da hätte mir das
mehr gefallen, wenn man das ein bisschen eingedeutscht hat und wenigstens einen deutschen Untertitel. Deswegen bin ich da auf der Seite, wo ich sage, uff, ich hab keine Ahnung. Beobachten. Und gucken, was draus wird. Was nehmen wir denn jetzt als schönes Bild? Für einen Abschluss. Ach, die Ketchup. Machen wir das wieder. So. Machen wir das mal rein. Das ist so. Oder, ach Quatsch, wir können auch den Abschluss können wir ja einfach so machen. Also ich vergesse immer, dass ich mit der Maus nach unten, dass ich mit der Maus unten bin. So. Also das waren jetzt so die Spiele, auf die ich mich jetzt freue. Wobei das noch nicht alle sind. Das sind erstmal nur die, die ich gefunden habe für 2019. Es kommen natürlich 2019 auch noch Spiele raus, die jetzt noch nicht veröffentlicht wurden. Und die bei der E3 und bei der... bei der Gamescom, Tokyo Game Show und so erst nach und nach veröffentlicht werden. Also da werden noch viel, viel mehr Spiele kommen. Das weiß ich aber nicht, was da noch kommt, weil da müssen wir uns erstmal überraschen lassen. Aber ihr habt euch gewünscht, die Spiele, auf was ich mich freue, die ich mir hundertprozentig holen werde, die Spiele, die ich mir eventuell holen werde und die, wo ich sage, pff, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon wieder quatsche. Ich hoffe, das ist euch nicht zu lang. Wenn es euch zu lang ist, sagt Bescheid, denn ich muss da vorher noch mal eine Umfrage machen oder so. Vielleicht kann ich das doch und mache da mehrere Parts draus. Ich weiß es noch nicht. So, dann werde ich jetzt aber hier wirklich einen Schlussstrich machen. Es tut mir leid, dass ich euch so lange auf der Folter gespannt habe, aber es sind wirklich viele, viele, viele Spiele und viele geile Spiele mit bei. Ich warte auch immer noch auf Horizon Zero Dawn 2. Ich warte noch auf Legacy of Kain Remastered. Assassin's Creed haben sie nicht gesagt. Dann kommt dieses Jahr auch noch raus, Assassin's Creed 3 Remastered für die PS4. Brauche ich mir nicht kaufen, das kriege ich automatisch. Assassin's Creed Liberation für die PS4 Remastered kommt. Brauche ich auch nicht kaufen, kriege ich auch automatisch, da ich den Season Pass habe. Also für Assassin's Creed Odyssey habe ich den Season Pass und da sind halt die Erweiterungen für Assassin's Creed Odyssey mit bei und die beiden Vollversionen, Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed Liberation. Wobei Assassin's Creed 3 das schwächste Spiel der Serie ist, ist meine Meinung. Also ich fand den Connor ein bisschen weich gespült. So, noch... Ja, ich hoffe auch immer noch, dass ein Theme Park für die PS4 kommt. So wie Jurassic World, ja, so ein Teampark, dass man da wieder einen Park bauen kann, ohne Saurier. Ja, weil das Prinzip fand ich geil, finde ich immer noch geil und darauf warte ich immer noch, dass sowas kommt. Vielleicht nochmal ein Baphomets Fluch. Da gibt es so viele coole Sachen, was man machen könnte. Und einige Sachen, auf die man noch wartet. Aber ja. So, ich bin dann mal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt wirklich weg. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.